Liebe Strategiefans, weiter geht's mit unseren Feuerameisen gegen den Riesenfrosch und gegen die anderen Ameisenkolonien. Jetzt ist gerade Nacht und wir sind vorsichtig. Und wir wissen ja schon, dass hier diverse Gefahren lauern. Beim letzten Versuch sind wir ja während der Nacht gestorben. Da unten fangen sie schon an, raus hier rumzugraben. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir dann das schaffen, gegen die nacheinander zu kämpfen, nicht gleichzeitig. Okay, jetzt ist hier der erste schon durchgebrochen. Und jetzt haben wir ja gleich wahrscheinlich wieder eine Kombi. Ja, zwei gleichzeitig. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Zwei gleichzeitig. Okay, einer ist down. Nahrung einsammeln. Nur kämpfen. Und hier sammeln. Okay, den haben wir. Mach den platt. Ganz wichtig. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Wenn ihr den habt, dann geht's da weiter. Könnte klappen diesmal. Da kommen halt noch mehr. Komm, muss klappen. Okay. Oh, da kommt noch einer. Einmal durch da. Die jetzt noch nicht im Kampf sind. Okay, Angriff. Und upgraden. Wahnsinn, jetzt upgraden. Aber wir kriegen natürlich auch extrem viel Nahrung durch diese Frösche. Ja. Okay, der eine noch, ja. Yes. Richtig, richtig gut, Leute. Ja, bauen die Kammer noch weiter aus. Nehmen wir jetzt wahrscheinlich nicht alle auf 3, weil es halt nicht perfekt ist, aber jawohl. Victory, there is yet one obstacle that stands in its way. Ever present, the bullfrog looms over the ants. The beast must be defeated. So, ihr kommt jetzt rein. Oh. Okay, dann erstmal hier konsolidieren, Leute.
kriegen hier natürlich sehr gut Nahrung. Das ist schön. So, ihr könnt auch Nahrung mit einsammeln. Ja auch. Schöpfen sie langsam nach. Ja, es war schon ein harter Schlag hier gewesen. Ja, wir sind jetzt mindestens auf 2. Wahrscheinlich gut, dass wir hier die 36 Blattläuse haben. Und jetzt werden wir angegriffen. Ja. Ich schieb die Vierer mal nach unten in den Eingang. Zwei verteidigen als hier. Noch 10, dann ist der Squad wieder voll aufgefüllt. Noch 3. Er geht schon mal langsamer dahin, ohne Nahrung einzusammeln. Wir können auch die Arbeiter upgraden. Da sind wir nur auf Level 2, ja, teilweise auch auf 3. Da sind wir komplett auf 3. Ja, die 7 hier zu kommen, das ist schwierig. Wir brauchen die 4er. Wir müssen ja das wegdeffen. Und dann können die 2 angreifen gehen. Attack on the Fire Ant Nest. Ist das blöd? Wir werden das ja wohl schaffen hier. Kommt. Auf geht's, Leute. So, und wenn ihr die habt, geht's zurück. Wenn die uns sie klauen würden, das wäre auch der Hammer. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die jetzt haben, überhaupt die 7. Also da ist auf jeden Fall nichts mehr, ja.
Okay, ich sehe nichts. Also keine Blattläuse auf dem Boden. Okay. Darum könnten wir halt noch einmal zuschlagen. Da gibt es sogar 10. Kann ich noch die Arbeiter upgraden? Müssen wir mal auf 2. So, mal beschleunigen. Den Nachbarschaftsbonus. Oh. Ja, okay, dann lass uns doch nochmal einen Angriff starten. Oh, gar nicht, vollständig hier. Brauchen wir noch mehr Arbeiter, die einfach nur im Bau arbeiten. Eine Ameisenkolonie. Ja, okay, dann arbeitet euch mal langsam vor. Okay, einmal dahin. Solange wir nicht vollständig sind. Könnt ihr euch das bisschen Nahrung auch einsammeln. Weiter upgraden. Habe ich hier auch nochmal aufräumen. Okay, da fehlen noch 6. Ja, uns kommt immer was nach, Leute. Auf geht's. Nächster Versuch. Once again, the Fire Ants advance upon the Great Bullfrog. If they do not possess the numbers necessary to overwhelm the creature, this could be very costly for the colony. Okay, da sind die einmal kostenlos nachgestüpft. Wow, ist das krass. Wir werden halt hier auch die ganze Zeit angegriffen. Amphibians begin to emerge from moist crevices near the water's edge. Lone invertebrates will be picked off quickly. The ants should travel in numbers or not at all. Okay, das war's, der Versuch.
Also auch noch viel mehr. Krass. Vielleicht kommen wieder die Riesenfrösche. Schick die drei auch mal nach unten. Also die gegnerischen Ameisenkolonien, die werden uns jetzt auf jeden Fall nichts stehen. Also höchstens werden wir hier von den Neutralen angegriffen. Dritte Ankunft in 4. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Noch keine Nahrung einsammeln? The ants must fight. There are intruders in the nest. Oha, oha, Leute. Rückzug. Boah. Scheiße. Oha. Wir dürfen Nahrung einsammeln, hier die Reiher. Soldiers clamp onto the bullfrog's leathery skin and inject their Solenopsis venom, but the beast shows no signs of wavering. The fire ants must maintain their resolve. Ah, vielleicht kriegen wir noch eine Welle. Irgendwie ein paar Ameisen dran geschafft, rangekarrt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Krass, krass. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Das war's, Leute. Auf Schwierigkeitsgrad Mittel. Okay. The Queen has fallen. Unable to amass adequate numbers to meet the perils of the swamp, her passing was almost inevitable. She should never have come here. Okay, gut, Leute. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen dann zusammengeschnitten.
Und ja, werden uns das natürlich nicht nehmen lassen, diese Riesenkröte zu töten. Und diese Mission erfolgreich abzuschließen. Aber schon krass. Schöne Herausforderung. Okay. Gut, Leute. Dann mache ich hier mal Offcam weiter und dann hole ich euch später wieder dazu. Liebe Strategiefans, dann hole ich euch mal wieder dazu. Erkläre ich das einmal kurz hier über die Maus und die Minimap, was bisher geschehen ist. Und zwar haben wir 2 Nächte überlebt. Und ich war ziemlich flott damit, hier oben die Blattläuse einzusammeln. Und hier unten haben wir auch schon einmal Blattläuse eingesammelt. Das heißt, wir haben jetzt hier 22 Blattläuse. Und die Gruppe 1 besteht aus 3 Arbeitern und 8 Feuerameisen. So, diese 8er, die bauen wir gerade aus. Kann ich euch jetzt während der Pause nicht zeigen. Und die Zweiergruppe, die sind komplett auf Stufe 3. Wir haben eine große Kammer komplett ausgebaut. Und die Dreier, die sammeln noch unterirdisch weiter Nahrung ein. So, wir werden jetzt auch von der Taktik her, wir wissen ja, hier auf der Minimap zeige ich es euch gerade, da kommen wir recht spät hin, recht schwer hin. Aber die 2 Blattläuse, Blattläuse-Vorkommen, die können wir recht gut erreichen. Und wir können dann auch unterirdisch die Gegner angreifen. Ich denke, das ist ein Schlüssel zum Sieg. Dass wir die Königin hier im Süden wirklich eliminieren, dass wir hier Ruhe haben. Dass sie uns hier nicht noch angreifen. Okay, weiter geht's. Also seht ihr hier, komplett ausgebaut. Und hier sind wir dabei. Vielleicht mal die Nahrungskammer noch upgraden. Mehr Ruhe. Das sind hier sind die Arbeiter 3, die hier Nahrung einsammeln. Ja, der sucht ja noch, aber der wird nicht durchbrechen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, und dann können wir hier mit den 2ern einmal dahin. Und keine Nahrung einsammeln. Die Blattläuse sammeln sie trotzdem ein. Wir können hier upgraden. Ja, das wird auch eine Kammer komplett aus 3er Feuerameisen. So, die bauen hier ihre Brücke. Ja, okay, da müsst ihr jetzt gemeinsam arbeiten, Leute. Baut die Brücke ab. Okay. Erstmal zurück. Auf jeden Fall haben wir die Blattläuse. So. Hier weiter upgraden. Da kommen wir jetzt schon teilweise auf Stufe 3. Unsere Gruppe 3 hat da fast alles abtransportiert. So ein ganz bisschen. Ja. Und dann jetzt da weiter. Weil ihr könnt auch da hingehen. Kommt da eh dran vorbei. So, und dann hier unten. Although primarily scavengers, they are armed with powerful chemical secretions and have been known on occasion to invade fire ant nests. Okay, da sind teilweise halt auch 3er dabei. Schon tricky. Parasitic wasp, Dasymutilla occidentalis, more commonly known as the red velvet ant, has wandered into Invicta territory.
Although not on the hunt for fire ants, it will defend itself if threatened. Armed with an extremely powerful sting and displaying bright warning stripes, most creatures give it a wide berth. Okay, dann haben wir die. Und dann schauen wir mal, ob wir die hier besiegt kriegen. Erstmal sammeln. Und dann hier natürlich ausbauen und upgraden. Nahrung kann man auch upgraden. Schadet nicht. Dann hier noch mehr Feuerameisen. Beschleunigungsfelder. Er greift uns an. Ist schon geil, das Spiel, echt, ey. Man muss halt ein bisschen frustresistent sein, wenn es nicht direkt klappt. Okay, ihr kriegt Verstärkung. Alle Feuerameisen dahin. Ja, ist das nicht gut. So. Hier weiter ausbauen. Die Dreier, die haben da noch ordentlich zu tun, okay. Ah, okay, bei den Zwei, da müssen noch ein paar schlüpfen. Noch 8 Ameisen nachzuschlüpfen. Upgraden. Dann haben wir gleich 2 volle Kammern auf 3. Die Einser sind übrigens hier, da können wir ein bisschen ausbauen. Drei sammeln dann noch, okay. Ja, und die jetzt nicht verbinden, damit wir die halt getrennt haben. Auch als Armeen. Okay, mal einen Angriff versuchen. Must fight. Nahrung sammeln ist ausgestellt. Versucht da durchzubrechen, Leute.
Wir arbeiten auch immer auf Stufe 2. Und jetzt haben wir, sind wir hier drin. Jetzt zur Königin, Leute. Wo ist die Königin? Wo ist eure Königin? Hallo? Da ist sie. Almost defeated, the Invictor Army must press their advantage. Jawohl, machen wir. Ja, kommt, Leute. Ja. Auf geht's. Little Black Ants fought to the last to defend their queen. Now the Invictor colony will enjoy the spoils of war. Defenseless larvae from the vanquished colony will be carried home and fed to the victor's own hungry brood. Das machen wir gerne. Okay, das war jetzt wahrscheinlich ein Schuss im Moment. Und wir brauchen aber noch mehr Krieger. Wo können wir denn noch eine Kammer anlegen? 1, 2, 3, 4. Oh, ich möchte nicht zur Königin durchbrechen. Aber einfach mal hier. Wäre natürlich am besten, wenn man sie komplett auf... freikriegen würden. Da müssen wir hier auch noch durchbrechen, okay. Night approaches, and the predators of the day give way to their nocturnal counterparts. As they encroach on colony territory, battles must be chosen wisely. Spread too thin, the fire ants could find themselves quickly overwhelmed. Wenn ihr hier noch Nahrung organisieren könnt, dann macht das schnell. Und sie upgraden. Und den Durchbruch jetzt zur Königin möchte ich absichtlich nicht machen. ...127 Nahrung. Kann man sich doch nicht entgehen lassen. Okay, alles abgebaut hier. Dann auch hier schon welche auf der Reihe. Ja, so gut waren wir noch nie. Vielleicht wird das ja was. Schuldenankunft in 20, ja. Dann die zwei müssen zurück. Und jetzt kommen die Riesenkröten. Die Dreier sollten jetzt keine Nahrung mehr einsammeln. There are intruders in the nest. Ist der durch? Ja.
The battle has begun. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Schau doch an. Alles dein? There are intruders in the nest. Ich finde, das läuft gut. Upgrades. Bleibt euch mal hier, versteckt euch erstmal. Hochmut kommt vor dem Fall. Wo ist Fea? Doch, da. Okay, die kommen. Sehr gut. Drei Arbeiter Nahrung einsammeln. Einser verstärken hierfür. Hier auf 3. Raum ein Beschleunigungsfeld. Da auch. Dann haben wir die Kammer auch komplett auf der Reihe. Staving off another night of attacks, the Invicta Colony once again proves its strength. Despite this victory, there is yet one obstacle that stands in its way. Ever present, the bullfrog looms over the ants. The beast must be defeated. Achso, wir können jetzt bei der 2. Können wir da wieder rein? Achso, wir müssen erstmal. Da waren wir ja noch nicht fertig gewesen. Ja, okay, unsere Larven müssen nachschlüpfen. Kriegen wir die hier besiegt? Und dann, also die besiegen, hier noch die Blattläuse einsacken und dann den Frosch besiegen. Nach der nächsten Nacht. Was mich halt ein bisschen wundert, ist, dass hier gar nichts nachschlüpft. Dauert ewig. Okay, jetzt tut sich ja wieder was. Noch eine Dreierkammer vielleicht anlegen. Vorne 1, 2, 3. 3, 4. 1, 2, 3, 5. Würde funktionieren.
The Fire Ants and Big Headed Ants have met in their first skirmish. Sensing the new danger, the Morisi colony responds by awakening ancestral super soldier genes in selected brood, feeding them until their heads are engorged with muscle. Okay, wir rüsten auf. Hier geht's zu 1. Hier geht's zu 2. Cast to justify their name. At huge economic cost to the colony, these frenzied champions have been raised for one purpose: to crush the Fire Ants. Haben sie immer noch nicht erholt, ja? Wow. Okay, 24 von 38, 33 von 38. Und da ist noch gar nichts geschlüpft. Jetzt der erste. Okay, Zweier, keine Nahrung einsammeln. Die machen ja auch noch mit. Und Einser sind die, die gerade aufgepäppelt werden. Ich glaube nicht, dass die jetzt hier reichen würden übrigens für den oben. Deswegen erstmal hier die Kolonie rausnehmen. Sammeln keine Nahrung ein. Oha. Da wurden wir bewusstlos gemacht. Ach. So unkoordiniert. Na gut. Kämpft euch durch. Defenseless caterpillars exposed on the underside of leaves are a welcome snack for the passing fire ants. The colony should take advantage while it can. Few meals surrender so willingly. Die brauchen wir natürlich da. Schnappt euch die mal kurz. Keine Nahrung einsammeln. Oder hier den Job erledigen. Ja, upgraden. Na gut.
Dann war das nichts. Mist. Hier haben wir alles eingesammelt, richtig? Okay. Genau, hier auf die Jagd gehen. Was ich halt krass finde, ist, dass die Ameisen so langsam nachschlüpfen. Ich weiß nicht, ob das an den Feuerameisen liegt oder ob hier dadurch einfach durch Patches was geändert wurde. Das ist ganz anders in Erinnerung. Wir haben ja Nahrung, das ist das ja. Wir haben Nahrung und die schöpfen nicht nach. Werden die angegriffen? A raiding party of big-headed ants are stealing aphids. They must be stopped. Also sie schüpfen nach, wie ihr seht, aber es dauert halt ewig. Schönungsfelder, damit wir die auch auf 3 kriegen. Ey, gleich ist wieder Nacht. Dann schaffen wir es wieder nicht, Leute. As the sun sets, the local amphibians begin to emerge from moist crevices near the water's edge. Lone invertebrates will be picked off quickly. The ants should travel in numbers or not at all. Kommt mir irgendwie so vor, je mehr Felder wir haben, desto langsamer schüpfen die nach, also pro Feld. Es gibt da so einen globalen Modifikator, der sagt, dürfen pro Sekunde nur so und so viele nachschlüpfen oder sowas. Ich weiß es nicht. Thank you.
So, wir brauchen euch zur Verteidigung. Wird eine Ankunft in 15. Das wird eine Katastrophe, das wird gar nichts. Leider. Hehe. Ich vermute mal, dass das nochmal deutlich mehr werden als bei der letzten Nacht. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ah, die kommen da jetzt schon. The larvae must be protected. Eine Nahrung einsammeln. Die Dreier machen. Adequate numbers to meet the perils of the swamp. Her passing was almost inevitable. Das war's. Ja, verstehe ich nicht, warum die Larven nicht, also die Ameisen nicht nachschlüpfen. Wir hatten 600 Nahrung gehabt. Genug Nahrung für 150 Ameisen. Okay, gut, Leute. Dann werde ich das, glaube ich, auch mal beenden. Das Erste. Weil das dauert ja schon immer eine Stunde, um überhaupt erstmal zu dem Stand hier zu kommen. Es gibt keine Zwischenspeicherpunkte. Und dann... ja, oder auf leicht. Kann man natürlich auch machen. Schwierigkeitsgrad auf leicht und dann sich da durchmogeln. Hier wieder. Brustpreis. Ja, seht ihr ja. Über eine Stunde. Und. Ja, ist natürlich cool, aber. Ich meine, jetzt. Ich habe jetzt. War jetzt der dritte oder vierte Anlauf. Den allerersten möchte ich jetzt mal nicht mitzählen. Und dann wiederholt sich das natürlich auch. Dann immer halt auch irgendwann das Gleiche. Okay. Gut, machen wir erstmal einen Cut und ihr seht ja, wie es da mit dem Let's Play weitergeht. Macht's gut, bye bye.